Die Bayern ziehen wieder einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze, aber der Kampf um die Champions-League-Plätze ist wieder spannend geworden. Kommt der BVB da wieder ran oder noch vorbei? Dies und vieles mehr zum 26. Bundesligaspieltag. Sechsundzwanzigster Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hier sind die Wettfreunde. Ja, wie immer begrüße ich den Jan. Ich begrüße den Olli. Hallo. Vor allen Dingen begrüßen wir wie immer euch. Ja, freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Und ja, vielleicht hört ihr es auch im Hintergrund, dieses Donnergrollen, das spektakuläre Entladungen ankündigt. Die finden dann am 27. Spieltag statt, wenn Leipzig gegen die Bayern spielt oder Dortmund gegen Frankfurt um den letzten Champions-League-Platz. Das heißt, ja, nach der Länderspielpause kommt echt der Knüller-Spieltag schlechthin. Und bis dahin gilt es jetzt, keinen Boden zu verlieren, damit es dann eben wirklich um die Wurst gehen kann. Ja, und da wir Leipzig einiges zutrauen in Bielefeld am Freitagabend, steigen wir gleich am Samstag ein, wenn es vielleicht ein bisschen enger wird zwischen den Bayern und Stuttgart. Ja, gut, also bei den Bayern, die haben ja schon mal ein bisschen vorgelegt, was so das Punktepolster anging jetzt aus Leipzig. Die haben ja souverän 3-1 gegen Werder Bremen gewonnen. Da ist ja bei Lewandowski kein Auge trocken geblieben quasi. Ja, und Stuttgart 2-0 gegen Hoffenheim gewonnen. Also alle Achtung, hätte ich so auch nicht gedacht. Na, da sind die Schwaben doch bestimmt für ein Türchen gut, oder? Ja, mindestens. Also ein Türchen sollte man da doch voraussetzen. Die sind ja die viertbeste Auswärtsmannschaft ja, und treffen eben auch sehr konstant. Gerne auch mal gegen Top-Teams. Ich erinnere mich da an einen 5-1 Erfolg in Dortmund in der Hinrunde. Ich nicht. Lucien Favre wird sich auch daran erinnern. Und ja, auch in der Rückrunde einige ja, spektakuläre Partien gegen Top-Teams. Eben das 2-5 zum Beispiel in Leverkusen, zu einer Zeit, als Leverkusen noch gewonnen hatte. Und ja, auch wenn das natürlich sehr deutlich klingt, war das jetzt unterm Strich eine relativ enge Kiste. Ja, also das hätte auch anders gehen können. Und da haben sie auch sehr viel Spaß gemacht. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, ob da nicht sogar was gehen könnte in der Allianz Arena. Okay, man muss sagen, 16 der letzten 17 Duelle sind an die Bayern gegangen. Ja, so eine klassische Münchner Siegesserie. Ja, aber das vorletzte Auswärtsspiel im Jahr 2018, ja, passt sehr gut zur aktuellen Stuttgarter ja, Torlaune, haben sie 4-1 gewonnen in München. Und ja, es war der 34. Spieltag, Bayern waren schon Meister und möglicherweise alkoholisiert. Das lässt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Da ging es auch nichts mehr. Auf jeden Fall haben sie sich da nicht so reingehängt, aber Parallelität der Ereignisse. Auch damals war Stuttgart Aufsteiger, ja, und hat sich da richtig reingehängt und Spaß gefunden. Und ja, man muss ja auch sagen, für die Stuttgarter geht es ja jetzt durchaus auch um Europa. Ja, die haben jetzt gegen Hoffenheim dieses Schlüsselspiel gewonnen. Mhm. Hoffenheim distanziert, sind jetzt selber an den Unionern dran, die ja auf Rang 7 drohen. Und Rang 7 könnte ja durchaus für diesen neu geschaffenen, interessanten internationalen Wettbewerb reichen. Ja. Ja, wie auch immer man dazu steht, auf jeden Fall würde der VfB sicher teilnehmen, wenn er sich qualifiziert. Aber jetzt die Quoten natürlich jetzt nicht so erfolgsversprechend aus Sicht der Schwaben. 13 gibt es für einen Auswärtssieg eine 7,5 für einen Unentschieden. Heimsieg der Bayern 1,22. Ja, was sagst du? Ach, ich würde die Schwaben jetzt gar nicht so hoch chassen. Also ich traue da den Bayern schon einen souveränen Sieg zu. Vielleicht so wieder so in der Kragenweite von Werder Bremen, so ein 3-1, dass Bayern schon mit 2 Toren gewinnt. Aber Stuttgart auch ein Tor schießt. Die haben ja auch spannende Torschützen da im Verein. Ne? Ja, das ist ja das Duell der beiden besten Rückrundentorjäger. Lewandowski steht ja bei 10. Hätte es jetzt gegen Bremen auch auf 15 schrauben können, wenn ich richtig mitgezählt habe. Aber hat sich da ja mal nur mit einem Tor begnügt. Ja, und Kalajdzic ist ja jetzt auf den Spuren von Freddy Bobic beim VfB. Ja, hat ja jetzt seinen Rekord eingestellt mit 7, ja, in 7 aufeinanderfolgenden Spielen getroffen. Und in der Rückrunde sind schon 8 Treffer. Ja, und ja, da sollen ja internationale Top-Teams an ihm dran sein. Wenig überraschend. Mal schauen, wie lange er noch in Stuttgart spielt. Ja, Samstag sollte er noch dabei sein, nehme ich mal an. Und deswegen sollte da eigentlich ein Tor gesetzt sein. Deswegen gehen auch die Überwetten davon aus, dass da einiges passiert. Über 3,5 bringt eine 1,62. Ich glaube, das als Value-Tipp ist eine relativ vielversprechende Sache. Bayern Handicap minus 1 war zuletzt immer eine gute Idee. Diesmal auch deine Wahl. Eine 1,57 bringt das nur. Mhm. Aber ja, wenn die Bayern gewinnen, das durchziehen, ist das sicherlich nicht unrealistisch. Trotzdem, ich traue den Stuttgartern hier was zu. Unentschieden,
Ja, Traumquote von 7,5 wäre mir zu heiß. Ich würde auf die doppelte Chance gehen. Das wäre eine 4,4, also entweder Unentschieden oder Auswärtssieg. Natürlich ein Risikotipp. Ja. Wer sicher gehen will, sollte auf die Über-Unterwette gehen. Das könnte man zumindest mal probieren. Ja, und wenn ich mich bei der Tendenzwette festlegen müsste, würde ich dann da auch ein Unentschieden sagen. Gewagt. Ja, aber wenn Stuttgart macht auswärts einfach Spaß. Ja. Und ja, die haben einfach die jüngste Truppe der Vereinsgeschichte quasi auf dem Platz und die haben vor niemandem Angst. Ja gut, Bayern sind ja bekannte Spaßverderber, das wissen wir ja allenthalben. Ja. Zwei Mannschaften, die jetzt auch Spaß gemacht haben in letzter Zeit. Frankfurt und Union ist unsere nächste Partie. Allerdings Frankfurt so ein bisschen, naja, da muss ich sich jetzt entscheiden, ob sie jetzt oben bleiben oder ob es jetzt doch irgendwie noch nach unten geht. Sie spüren den kalten Hauch des BVBs in ihrem Nacken und haben das immerhin... Das will man wirklich nicht. Nein, man hat der ganze Geruch von Currywurst und Bier, der damit spielt. Nein, das ist also gegen Leipzig ein achtbares Unentschieden natürlich. Muss man auch erstmal schaffen, in Leipzig nicht zu verlieren. So, ja. Aber Union ist sicherlich ein unangenehmer Gegner. Ne? Also Union hat jetzt 2-1 gegen Köln gewonnen, da immerhin zweimal wieder getroffen hat, war auch lange nicht gesehen. Ne? Ja, und riecht vor allen Dingen auch nach Currywurst und Bier. Insofern gewisse Parallelen. Frankfurt, 2 Punkte aus den letzten 3 Spielen, ist natürlich zu wenig eigentlich für die Champions League. Trotzdem hat sich das 1-1 in Leipzig so wie so eine Trendwende angefühlt. Und ja, noch haben sie 2 Punkte Vorsprung auf dem BVB und ja, die würden sie natürlich gerne mitnehmen dann am nächsten Spieltag, wenn es dann im Signal Iduna Park um gefühlte 6 Punkte geht. Mhm. Ja, wenn sie noch unentschieden spielen, werden sie wahrscheinlich nur als 5. anreisen. Insofern werden sie sich darüber freuen, dass die Wettanbieter da sehr optimistisch sind. Klare Favoritenstellung gerne 1,87 für die Gastgeber, unentschieden 3,8, Auswärtssieg 4,7. Mhm. Ja, die Frankfurter Heimstärke ist ja bekannt, sind jetzt, glaube ich, saisonübergreifend schon seit 14 Heimspielen ungeschlagen. In dieser Saison eben dann auch komplett. Aber ja, Union jetzt auch immerhin schon seit 5 Partien ohne Niederlage. Jetzt offensiv sogar mal ein bisschen mehr abgeliefert gegen Köln. Das 2-1 war verdient. Und sind halt auch sehr stabil vor allen Dingen, ja, was den Frankfurtern schon ein paar Probleme machen könnte. Mhm. Zuletzt 2-mal auswärts ohne Gegentor geblieben. Freiburg 1-0 gewonnen. Dann Bielefeld, ja, da hat das eine Tor dann gefehlt. Das war dann ein bisschen dünn. Aber immerhin 7. Platz und eben schnuppern an Europa, wenn auch vielleicht ohne Max Kruse, der darauf ja gar keine Lust hat. Ja, das wäre natürlich sehr bedauerlich. Aber vielleicht überlegt er sich es auch nochmal. Ja, und das Verrückte ist ja, wenn sie jetzt gegen Frankfurt gewinnen sollten, dann werden sie schnuppern sich ja sogar da an die vordersten Plätze nochmal ran. Aber so weit würde ich jetzt vielleicht gar nicht mehr gehen wollen. Na, die einfache Siegquote ist ja auch schon ganz attraktiv für Frankfurt, ne? Mit 1,87. Ja, in der Tat. Ich glaube trotzdem, dass die da Probleme kriegen werden und dass dann Unentschieden für Union drin ist mit Toren. Ja, würde auf jeden Fall passen. Die bisherigen 3 Duelle zwischen beiden Teams in der Bundesliga haben keinen einzigen Heimsieg zu sehen bekommen. Nicht mal in der Hinrunde haben es die Eisernen geschafft, obwohl sie nach 6 Minuten schon 2-0 führten. Das war mal ein Blitzstart. Am Ende haben sie gerade noch 3-3 gespielt. Ging da hin und her, sehr spektakulär. Tja, darf man sich jetzt, glaube ich, nicht so versprechen vom Rückspiel, weil das weil die Eisernen einfach so die Minimalisten sind und das 2-1 gegen Köln ja jetzt schon der totale Ausreißer war, dass mal wieder über 2,5 Tore gefallen sind. Und trotzdem, Frankfurt trifft ja quasi immer. Seit dem 6. Spieltag haben sie immer geknipst. Jetzt in der Durststrecke der 3 Spiele werden immer nur einmal, davor aber 11-mal im Stück mindestens 2 Tore. Insofern werden sie auch gegen Union treffen. Da braucht man sich, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Ja, Union traue ich auch ein Tor zu. Ja, für die beginnen ja jetzt die schwierigen Wochen. Die haben ja noch alle Top-6-Teams vor sich, bevorzugt auch nach auswärts. Da muss man mal gucken, ob das auch so gut dann funktioniert, wie es daheim funktioniert hat. Da haben sie ja super abgeschnitten in aller Regel, ja, gerade mit ihrer Taktik. Hinten sicher stehen, nach vorne mal gucken, was so geht. Gerne mit Standards erfolgreich gewesen. Tja, warum sollte das nicht auch in Frankfurt klappen? Ja? Und doppelte Chance x2 ist deswegen auch gar nicht so wahnsinnig hoch quotiert. Eine 2,05 gibt es da ungefähr. Ja, vielleicht irgendwo eine 2,1 oder 2,2. Auf jeden Fall es sehen die Wettanbieter das nicht als ausgeschlossen an, dass Union da irgendwas mitnimmt. Ich würde darauf tippen, dass beide Teams treffen. Union wird da irgendwie mal durchkommen. Frankfurt trifft sowieso, bringt eine 1,75. Tja, und wenn ich mich dann festlegen müsste, ja, ich denke doch, dass Frankfurt es macht. Ja.
Naja gut, aber das fällt dir ja nicht schwer, dich dann trotzdem zu freuen. Ne? Ich würde es akzeptieren, wenn wir schon da was mitnehmen. Ja, schön. Ja. So, Kinders, genug der Freude. Wir kommen zur Partie Schalke gegen Gladbach. Ach, das Topspiel am Samstagabend. Topspiel, ja. Das sind also die Mannschaften mit den furchtbarsten Formkurven, wobei bei Schalke kann man nicht mal mehr von einer Kurve reden, in den letzten Wochen. Also das ist ja einfach Schalke beim 5-0 gegen Wolfsburg auseinandergefallen, da brauchen wir gar nicht großartig drüber reden. Ja, und Gladbach dachte immer, wenn ich Gladbach denke, jetzt müssten sie aber mal, dann vergeigen sie trotzdem wieder jetzt. Wie zuletzt da mit dem 3-1 da gegen Augsburg. Ja, irgendwie erste Halbzeit immer nur daneben geschossen. Da könnte man denken, das machen die mit Absicht, oder? Ja, das weiß nicht. Also ich meine, die haben 28 Schüsse abgefeuert in dem Spiel. Ja, für mich sieht das jetzt nicht so aus, als würden sie die Arbeit verweigern oder gegen den Trainer spielen. Ja, ich meine, wer würde dann so viel Aufwand betreiben? Ich meine, dann können sie es ja gleich lassen, ja, und sich ein bisschen Ball zuspielen. Aber irgendwie ist der Wurm drin, ja. Und als sie kürzlich gegen Leverkusen gespielt hatten, da war das so das Duell der beiden Krisenclubs da, ja, die man so auf Augenhöhe gesehen hatte. Ja, und jetzt haben sie das verloren und jetzt gegen Augsburg und jetzt spielen sie auf Schalke. Und vom Trend her ist das jetzt ist auch irgendwie wieder ähnlich, ja. Also Schalke in der Rückrundentabelle wenig überraschend ganz hinten, Gladbach aber auch nur auf 15. Ja, und jetzt 4 Liga-Pleiten in Folge. Auch davor lief es ja jetzt nicht gerade großartig. Ja, jetzt vorausgesetzt, dass sie jetzt auch das Rückspiel in der Champions League gegen City verloren haben, waren es dann 7 Pflichtspiel-Niederlagen am Stück. Ja, und also wenn das jetzt auf Schalke nicht funktioniert, dann ja, also können sie mit Rose nicht weitermachen. Ja, also das macht ja dann wirklich keinen Sinn. Ja, unabhängig davon, wie sehr die Mannschaft will oder nicht. Aber irgendwann ist ja dann mal vorbei. Ja, vielleicht ist er sogar schon neuer Trainer dann an der Seitenlinie. Ne? Naja, gegen Schalke wird er schon nochmal dabei sein. Ja, aber wenn es da vergeigen, ja, weiß man nicht. Ne? Ja, ich tippe da auf ein Unentschieden, weil ich hatte einfach in der letzten Zeit viel zu oft Pech, wenn ich auf Gladbach gesetzt habe. Darum lasse ich das jetzt und sage Unentschieden, weil auf Schalke tippen kann ich auch nicht. Und es gibt ein 0-0. Ja, in der Tat hatte man viel Pech in letzter Zeit, wenn man auf Gladbach getippt hatte. Das ja, aber bei Schalke hat er jetzt auch nicht so viel Glück gebracht. Ja. Warum? Ja, das war für Schalke ist das ja so ein Spiel der Wehmut. Ja, das war vielleicht war es das letzte Heimspiel der Vereinsgeschichte, in der die Welt in Ordnung war in Königsblau. Vor einem Jahr im Januar 2020. Ja, damals waren sie ja noch auf Champions League Kurs, haben sie gegen die Fohlen 2-0 gewonnen zum Rückrundenstart. Ja, und danach war es wie abgeschnitten. Ja, die ganzen 15 Monaten seitdem haben sie nur noch gegen Hoffenheim gewonnen. Ja, wie sie im Moment dastehen, ist ja bekannt. Ja, und ja, weiß nicht, ob sie das jetzt nochmal motiviert, da nochmal an alte Höchstleistungen anzuknüpfen. Aber ja, also egal wie schlecht es bei Gladbach läuft, ja, und das, wie wenig bei denen geht, dass das jetzt so schlimm ist wie auf Schalke, wo sogar Mustavi jetzt einer der Top-Stürmer der gegnerischen Mannschaft ist. Und na gut, stimmt, ja, schießt die Elfer vorbei. Ja, naja, aber dann grätscht da Mustavi den noch rein dann am Ende. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, Schalke, 5 der letzten 6 Spiele ohne Torerfolg. Und man könnte jetzt vermuten, vielleicht wird es wirklich so ein Gegurke wie gegen Mainz, was ja dann 0-0 ausging im letzten Heimspiel. Aber, oh ja. Ja, ich kann es mir eigentlich, ja, ich mag es mir nicht vorstellen. Bin ja sehr dankbar, dass du hier ein Unentschieden getippt hast. Das ermöglicht es mir, auf einen Auswärtssieg zu tippen. Mhm. Eine 1,5, so eine Quote hätte es bis vor kurzem auch nicht gegeben für einen Gladbacher Sieg auf Schalke. Mhm. Unentschieden wäre eine 4,5. Natürlich, ungleich attraktiver. Heimsieg eine 7. Ja, Gladbach minus 1, spaßeshalber, ist eine 2,3. Aber ich gehe hier einfach auf einen Auswärtssieg und tippe auf eine 1,5. Ja, also nehme eine 1,5 für einen Auswärtssieg mit. Ja, mach du das mal. Für den Fall der Fälle. Mach du das ruhig, genau. Okay, schön. Bleiben wir stimmungstechnisch mal im Keller und kommen zur Partie Hertha gegen Leverkusen. Ja. Hertha, wie erwartet, 2-0 gegen Dortmund verloren. Also zu 0, hatte ich ja sogar richtig getippt, ja. Und Bielefeld völlig von Rolle. Leverkusen völlig von der Rolle gegen Bielefeld, haben die da 1-2 verloren. Das fragt man sich doch. Ne? Ich habe ja meine Langzeitwerte gegen Peter Bosch, vielleicht kann ich die auch nochmal ausgraben. Ne? Aber jetzt ist ja wirklich, Hertha ist jetzt auf dem Relegationsplatz und Leverkusen, naja, könnte durchgereicht werden. Tja, das sieht jetzt auf jeden Fall nicht gut aus nach dem nach der Niederlage gegen Bielefeld. Ja, vor dem Duell gegen Gladbach, ja, wir sind uns ja in unserer Meinung über Peter Bosch relativ einig. Hatte ich ja auch schon geäußert, dass ich nicht glaube, dass er das noch hinbekommt. Ja, gegen Gladbach hat es funktioniert, gegen Bielefeld, jetzt das war ja wirklich ein Offenbarungseid. Sehr viel Ballbesitz, 75%.
Ja, in der gesamten Saison nur Dortmund hatte mal einmal mehr 80%. Das war beim 0:2 in Augsburg. Das zeigt eben, dass Ballbesitz eben wirklich die Pest ist. Ja, in solchen Dimensionen. Und ja, das hat sich ja gegen Bielefeld auch gezeigt. Ja, da war ja, also die ganze Philosophie, Spielphilosophie von Bosch bricht ja zunehmend in sich zusammen. Ja, also da kommt ja überhaupt keine Torgefahr rum. Ja, es fehlt ja auch an Ideen, an Passsicherheit, ja, den Versuch, das Spiel breit zu machen, was auch immer, ja, und vor allen Dingen fehlt es an der Absicherung bei gegnerischen Kontern, ja, da sind sie, gucken sie ja immer wie so ein Reh, wenn es donnert und sind völlig übertölpelt davon, dass da die anderen da schnelle Spitzen aufbieten, ja, man könnte schon sagen, dass da dieses System jetzt entschlüsselt wurde, das ist ja Peter Bosch einst mal schon in Dortmund widerfahren, ja, und ja, das, ja. Könnte Hertha denn dann diese Lücke reinstoßen, da mit Kontern, Ja, sie können es auf jeden Fall versuchen. Ich meine, Hertha hat jetzt nicht sehr viele Tore in letzter Zeit geschossen. Ja, ich glaube, in vier der letzten 12 Spiele hat es geklappt. Ja, gegen Dortmund waren die total harmlos. Ja, das war echt, nachdem es gegen Augsburg ja dann dieser emotionale positive Ausschlag war, ja, war das ja echt eine relativ leblose Vorstellung von der Offensive, ja, also schön und gut, da mit einer Fünferkette anzutreten, kann man machen, aber dass da nach vorne überhaupt nichts geht, auch nach dem Rückstand nicht, das war wirklich ein bisschen arm und ja, da jetzt Leverkusen in den letzten drei Duellen gegen Hertha auch kein einziges Tor geschossen hat, klingt das wirklich nach so einem trostlosen Duell, ja, und Leverkusen natürlich favorisiert bei den Wettanbietern dennoch mit einer 2,15, unentschieden 3,5, Heimsieg 3,6. Ja, was nimmst du denn? Ah, ich sag mal Sieg Hertha. Ich traue da den Berlinern doch noch die bessere Mentalität zu. Das wird Paldadei da schon schaffen. Und ich glaube, der wird die nochmal richtig jetzt da zusammenfalten. Und dann wird Hertha gegen Leverkusen gewinnen. Ich meine, die zwei Tore gegen Dortmund war ja auch ohne Jahrsteins Versagen, der andererseits an anderer Stelle wiederum fantastisch gehalten hat. Aber ja, sie müssen offensiv natürlich den einen oder anderen Konter setzen, dann traue ich ihnen auch einen Sieg gegen Leverkusen zu. Ja, das Problem ist natürlich, dass gerade mit der Offensive, dass das jetzt ja, Khedira hatte sich ja gut eingeführt, so als Ballverteiler, der fehlt noch, Konya fehlt immer noch. Ach Gott, ja. Jetzt ist Darida noch gesperrt, weil er aus Versehen mit Reus zusammengestoßen. Ah ja, völlig zu Recht. Ja, das mag sein, aber auf jeden Fall wird er den Hertaner jetzt fehlen. Das ist natürlich auf jeden Fall eine definitive Schwächung. Andererseits tue ich mich jetzt auch schwer, auf Leverkusen zu tippen. Das ist jetzt im Moment, glaube ich, auch selten eine gute Idee. Ich würde vermuten, dass beide Mannschaften treffen, ja, auch wenn es jetzt eben gerade mit Offensivgefahr in letzter Zeit nicht so gut war. Aber Hertha hat jetzt auch unter Dardai noch nie zu Null gespielt. Und das wird sicherlich gegen Leverkusen auch nicht gelingen. Ja, und Leverkusen, die sind einfach hinten extrem anfällig. Ja, und das wird die Hertha ausnutzen. Da bin ich relativ überzeugt. Deswegen gibt es eine relativ geringe Quote, auch nur eine 1,65. Alternative wäre auch, dass eben Hertha zumindest einen Punkt mitnimmt, vielleicht auch drei. Doppelte Chance, 1x wäre eine 1,78, auch nicht so wahnsinnig hoch, aber sicherlich eine Option. Ich würde mich eher auf ein Unentschieden festlegen. Also für mich ist da keine Mannschaft wirklich siegtauglich. Ja, reicht das der Hertha denn oder sieht sich der Big City Club dann am Ende in der zweiten Liga wieder? Also ja, das hat ihm jetzt noch nie geschadet, mal eine Ehrenrunde zu drehen. Ja, und, ja, da wer richtig viel Anlauf nimmt, ja, das kann ja dann in 2 Jahren zur Meisterschaft führen. Das weiß man ja seit Kaiserslautern. Ach, Gott sei Dank. Naja, wir sehen uns erstmal gleich in der Schnellradrunde wieder. Die Schnellraterunde zum 26. Bundesligaspieltag beginnt mit der Partie Bielefeld gegen Leipzig. Ja, Leipzig mit dem Unentschieden da gegen... Wen haben sie gespielt? Frankfurt und Bielefeld hat gegen Leverkusen gewonnen. Fantastisch, oder? Aber trotzdem gewinnt jetzt Leipzig. Das habe ich nicht kommen sehen, dass die Arminia in Leverkusen gewinnt. Bei allen Problemen, die die Werkself hatte, schon ein Ausreißer. Ja, erinnert mich an das 3:3 in der Allianz Arena bei den Bayern. Aber danach ging es ja auch nicht so schwungvoll weiter bei der Arminia. Danach gab es ja wieder eine längere Durststrecke. Insofern ist das jetzt nur bedingt aussagekräftig für das Freitagsspiel, das sich ausnahmsweise mal in der Schnellraderunde versteckt hat. Unter anderem auch, weil unsere Tendenztipps zuletzt nicht so glücklich waren, aber andererseits auch, weil die Ausgangslage so eindeutig scheint. 1,38 gibt es für den Auswärtssieg der Sachsen, unentschiedene 5, Heimsieg eine 10. Ja, und die Leipziger müssen ja unbedingt gewinnen, damit das Spitzenspiel nach der Länderspielpause gegen die Bayern auch wirklich ein Meisterschaftsspiel wird oder ein Meisterschaftsendspiel.
Und die Voraussetzungen sind ja glorreich. Sie haben noch nie ein Freitagsspiel verloren in der Bundesliga, haben noch nie gegen einen Aufsteiger verloren in der Bundesliga. Und das sollte sich jetzt auch nicht ändern, zumal die letzten Auswärtsspiele ja reine Freudenfeste waren. 3-0 Siege in Folge gegen Mannschaften vom Kaliber der Bielefelder, Schalke war es, Hertha, Freiburg, ein kleiner positiver Ausreißer da. Insofern ein 0-0-Sieg sicherlich nicht ausgeschlossen von der besten Abwehr der Bundesliga, wäre eine 2,1. Ich gehe auf ein Handicap, Sieg minus 1, bringt eine 1,95. Ja, das klingt vernünftig. Völlig unvernünftig klingt jetzt die Partie Köln gegen Dortmund. Köln hat sich da ja jetzt schön in den Nesseln gesetzt mit der Niederlage gegen Union und Dortmund hat, wie von mir prognostiziert, 0 gegen die Hertha gewonnen und die auf einen Relegationsplatz befördert. Ja, Sieg Dortmund. Hätte man in der Hinrunde auch so getippt, haben wir natürlich auch gemacht. Ja. Aber nach 18 sieglosen Spielen, saisonübergreifend, haben die Geißböcke dann in Dortmund gewonnen. Erster Saisonsieg überhaupt. Der Blick auf die Tabelle verrät, dass es dann nicht so glorreich weiterging. Große Verlierer des letzten Spieltages. Die Mainzer sind dran, die Bielefelder sind vorbei. Auf jeden Fall ist es alles sehr eng geworden. Und mein Verdacht wäre, dass in 4 Wochen, wenn es dann zum Heimspiel gegen Mainz kommt, dass dann Gisdol gar nicht mehr Trainer ist von den Kölnern. Ja, man munkelt. Ja, weil jetzt der Trend, die letzten, formschwächste Mannschaft der letzten 5 Spieltage, da gab es nur einen Punkt. Entfachen generell zu wenig Offensivgefahr und taktische Mängel waren jetzt auch feststellbar. Wieder mal in der alten Fürsterei, da sind sie ja ohne Stürmer angetreten. Das hat dann überraschend nicht funktioniert. Und gegen Dortmund wird es jetzt nach meiner festen Überzeugung auch nicht funktionieren. Auch wenn Dortmund auswärts auch nicht gerade einen Lauf hat. Die haben ja 4 der letzten 5 Auswärtsspiele verloren, nur auf Schalke gewonnen. Ja, Überraschung. Aber für Köln sollte es trotzdem reichen. Und die Wettanbieter sehen das natürlich auch so. Eine 1,52 gibt es für einen Auswärtssieg. Unentschieden 4,5. Heimsieg 6,5. Mein Value-Tipp wäre, Dortmund schießt in der zweiten Halbzeit mehr Tore als in der ersten. Das ist ja eigentlich gesetzt. Insofern kann man es kaum als Wette bezeichnen unter normalen Umständen. Ist aber trotzdem ausgesprochen gut quotiert, gibt eine 2,2. Ja, das würde ich hier mal versuchen. In der Vergangenheit hat es verdammt oft funktioniert. Ja, ich hoffe das Beste. Ja, die ganzen Stürmer wurden ja von Horst Held verkauft. Das war vielleicht auch nicht so schlau. Naja. Ja, sonst wäre Gisdol schon weg, glaube ich. Bremen gegen Wolfsburg ist unsere nächste Partie. Ja, Bremen gegen die Bayern vergeigt, wie wir das so auch vorausgeahnt haben. Und Wolfsburg auch ganz locker keine Probleme gegen Schalke gehabt. Allerdings tut sich Wolfsburg gerne mal schwer an der Weser. Und darum würde ich da sogar auf eine Unentschieden gehen oder doppelte Chance Bremen und Unentschieden. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert mit dem Schwertun. Haben zwar 4 der letzten 5 Auswärtsspiele an der Weser verloren, aber trotzdem haben sie an keinem anderen Bundesliga-Standort mehr Auswärtssiege gefeiert in ihrer Historie. 10 insgesamt. Also ja, in etwas entfernterer Vergangenheit hat es ganz gut funktioniert und letztes Jahr hatten sie ja auch 1-0 gewonnen. Ja, und das würde ja auch zur momentanen Situation passen, wo sie ja in 7 der letzten Bundesligaspiele kein Gegentor geschluckt haben. Ja, Schalke war jetzt der passende Aufbaugegner zur richtigen Zeit, nachdem die Woche davor etwas unglücklich war mit dem Aus im DFB-Pokal und der Niederlage gegen Hoffenheim war ja ein ganz ungewohntes Gefühl inzwischen. Ja, und fahren sie jetzt, glaube ich, doch ganz selbstbewusst nach Bremen, sind auch natürlich relativ klar favorisiert mit einer 1,92, unentschieden ist eine 3,6, Heimsieg eine 4,2. Ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das funktioniert mit einem Auswärtssieg. Auf jeden Fall denke ich, dass das wenig spektakulär wird. Wolfsburg kassiert wenige Treffer. Bremen entfacht generell wenig Torgefahr. Wolfsburg auswärts jetzt auch nicht so die Mannschaft, die da alles wegschießt. Unter 2,5 Tore bringt ungefähr eine 1,83. Ja. Hoffenheim, ne? Die gewinnen und die verlieren und die gewinnen und die verlieren. Jetzt haben sie gegen Stuttgart wieder verloren und ja, die empfangen jetzt den FSV Mainz 05, die gegen Freiburg gewonnen haben. Also läuft eigentlich ganz okay jetzt gerade so bei Mainz, ne? Ich tippe da mal auf einen Unentschieden. Ja, bei Mainz läuft es jetzt wirklich. Hatten ja so eine Mini-Delle gegen die direkten Mitkonkurrenten mit nur einem Punkt gegen Augsburg und Schalke. Aber ja, jetzt gegen etwas stärkere Mannschaften klappt es wieder. Jetzt haben sie schon doppelt so viele Punkte in der Rückrunde geholt wie in der gesamten Hinrunde, nämlich 14 allein ab Spieltag 18. Und das könnte jetzt auch in Hoffenheim funktionieren. Gegen die haben sie ja fast so eine gute Bilanz wie gegen die Freiburger, die sie zuletzt bezwungen haben. Zum Beispiel haben sie letztes Jahr wunderbar 5-1 gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, in Sinsheim und davon 4 Treffer in Unterzahl erzielt. Das gab es überhaupt noch nie in der Bundesliga, also vereinsübergreifend. Ein einmaliger Rekord, vielleicht für die Ewigkeit, mal schauen. Ja, auf jeden Fall hat er noch Bestand und trotzdem relativ klare Außenseiter, was die Quoten angeht. Eine 4 gibt es für einen Auswärtssieg, eine 3,8 für einen Unentschieden. Heimsieg Hoffenheim, eine 1,92. Und das, obwohl ja die TSG jetzt einen richtigen, richtungsweisenden Kampf verloren hatte gegen die Stuttgarter. Da, mit dem Sieg wären sie ja nochmal an die europäischen Startplätze rangekommen. Jetzt sind es 8 Punkte
nach oben zu den ja, Fleischtöpfen, wenn man davon noch sprechen kann, bei den neu geschaffenen Wettbewerben. Aber wie auch immer, ja, das sieht nicht gut aus. Auch wenn sie 3 der letzten 4 Heimspiele gewonnen haben, glaube ich, dass Mainz da was mitnimmt. Doppelte Chance wäre eine 2,0. Ich gehe sogar auf eine Head-to-Head-Wette für die Mainzer, bringt eine 2,9. Auswärtssieg wäre also fast verdreifacht. Bei einem Unentschieden gibt es immer ins Geld zurück. Ja, kann passieren, ne? Ja. Freiburg, der letzte Gegner der Mainzer, die empfangen jetzt den FC Augsburg. Und Augsburg hat gegen Gladbach gewonnen. Wahnsinn, ja, aber trotzdem würde ich jetzt sagen unentschieden, weil Freiburg-Augsburg, das liegt schon ein bisschen näher beieinander. Ja, weil Augsburg muss man sich jetzt doch, oder ich muss mich von dem Gedanken verabschieden, dass es da noch richtig eng wird im Abstiegskampf. Ich hatte sie ja bis zuletzt auf dem Zettel als möglichen Zweitligisten ins B. Aber ja, jetzt sind sie da doch zu weit weg, haben zuletzt doch sehr konstant gepunktet. Und ich glaube nicht, dass es nochmal eng wird, zumal sie einfach einen großartigen Torhüter im Kasten haben, ja, der inzwischen schon die gegnerischen Elfmeter vorbeiguckt. Und ja, das könnte jetzt auch in Freiburg funktionieren, die jetzt so eine Delle haben, haben ja in den letzten beiden Heimspiele schon ohne Ehrentor verloren gegen Union und gegen Leipzig und haben generell in 5 der letzten 7 Spiele keinen Treffer erzielt. In der Hinrunde ja noch extrem torgeil, gerade eben in den Heimspielen. Das ist mit einmal weggeblasen und ja, da spricht immer noch die Bilanz, die direkte dafür, dass für den Sportclub was geht. 6 der bisherigen 8 Heimspiele haben sie gewonnen gegen die Augsburger, nur 1 verloren und vielleicht gibt es deswegen auch nicht mal ganz den doppelten Wetteinsatz zurück für den Heimsieg. Unentschieden 3,75, Auswärtssieg 3,8. Ich würde hier auch bei einer Tendenzwette ja, mit etlichen Fragezeichen versehen natürlich am ehesten zum Unentschieden kommen. Ja, mein eigentlicher Value-Tipp ist aber beide Mannschaften treffen, auch wenn Freiburg jetzt da in letzter Zeit nicht so erfolgreich war. Augsburg kriegt ja quasi immer einen rein, mindestens 11 der letzten 12 Spiele hat es hinten gescheppert. Ja, und vorne treffen sie eigentlich jetzt auch immer, ja. Also die sind da doch sehr zielgerichtet. Die Effizienz der allerersten Saisonwochen haben sie wiedergefunden. Insofern, ja, beide Teams treffen. Bringt fast eine 1,8. Ja, 3 Schüsse auf Tor, 3 Treffer gegen Gladbach, ja, unglaublich. Ja, das kann man mal so bringen. Damit schließt sich erstmal ja, der 26. Spieltag. Daran knüpft sich ja direkt die Länderspielpause an. Die WM-Quali beginnt. Ja, Deutschland trifft auf die Angstgegner aus Island und Rumänien. Wir werden mal schauen, in der nächsten Woche uns dann mal näher damit beschäftigen, etwas in die Materie einsteigen, mal gucken, was Rudi Völler dazu sagt, wenn es gegen die Isländer geht. Ja, und das Ganze ist natürlich eine wunderbare Ouvertüre dann zum 27. Spieltag. Wir sind schon sehr gespannt. Da geht es ja dann, ja, das Endspiel um die Champions League zwischen Dortmund und Frankfurt, das Endspiel um die deutsche Meisterschaft zwischen Leipzig und den Bayern, das Endspiel um die Berliner Stadtmeisterschaft zwischen Union und der Hertha. Ja, und die 6 anderen Spiele gucken wir uns natürlich auch an. Das wird richtig toll. Also freut euch drauf. Ja, bis dahin ja, genießt nochmal den Bundesliga-Ausklang, bevor es einen ganz kurzen Durchschnaufer gibt. Ja, viel Erfolg beim Wetten. Schreibt uns eure Tipps, kommentiert, liked uns, folgt uns vor allen Dingen. Das würde uns besonders freuen. Und ansonsten wünschen wir euch ein wunderbares Wochenende.